So, hoffen wir, es hat aufgenommen. Ja, so, zweiter Part. Whole Life Error. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist ganz okay. Es ist ganz okay bisher. Wenn ihr den ersten Part gesehen habt, werdet ihr wissen, weshalb, was ich meine. Wir sind wieder aufgewacht in unserem Zimmer hier. Was ist das eigentlich? Das ist halt wirklich. Ha, das ist halt wirklich so ein Mikrofon, so ein Diktiergerät, ne? Können wir. Ich würde mir wünschen, dass wir uns das irgendwann mal mitnehmen können. Na gut. Was haben wir noch für Aufzeichnungen? Okay. Die Dokumente der Akamai High School beschreiben etwas sehr Interessantes. Okay, da gibt es eine Geistergeschichte über den Kunst-Vorbereitungsraum. Okay, es erzählt von einem Schüler, der absoluten Kunstperfektion das eigene Blut zu malen genommen hat und gestorben ist. Und jetzt halt durch den Kunstraum wandert, mitten in der Nacht. Ist ein bisschen wie Lairs of Fear. Ist unklar, ob so ein Schüler je existiert hat. Was? In Angesicht all der Geschichten, die die Schule früher hatte und die in der Schule passiert sind, ist es sehr, sehr möglich, dass etwas sowas passiert ist. Und es gibt eine Art Mutprobe, in der man sich wahrscheinlich da rumläuft, mitten in der Nacht, um wahrscheinlich diesen Geist irgendwie anzulocken. Ist keine so innovative Story, aber es gefällt. Es passt zum Konzept. Alter, also, sehr gut. In deinem Hotel, Zimmer findest du einfach meinen Klassenschreibtisch. Schön. Okay. Ja. Das hat auf jeden Fall was mit ihr zu tun. War sie die Neue? Okay, lass mich diesmal rangehen. Oder was ist das? Was ist das? Puh, unser Handy. Okay, cool. Hi. Ich will dich nicht entkommen lassen. Denkst du, ich bin bescheuert? Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Haben wir da was damit zu tun? Nö, Alter. Nö. Warte, der Mist halt nochmal. Oh, the Ghost Train. Nice. Das ist das nächste, ein scheiß Zuglevel. Ich finde es sehr gut, wie es aufgebaut ist. Also, wir haben halt unseren Plotpunkt. Es ist ein bisschen wie Silent Hill 4 The Room, ne? Auf jeden Fall davon inspiriert, könnte man sagen. Du kommst halt schon immer wieder am Ausgangspunkt aus. Das ist so ein bisschen deine Hub, in der jedes Mal was Neues passiert. Okay, tatsächlich. Willkommen zu The Ghost Train, Alter. Schlag gegen irgendwas an. Wir laufen einfach weiter und ignorieren alles, was wir sehen oder hören. Das war der Typ, den wir eben gesehen haben, oder? Oh, wunderbar. Was ist das?
Sehr weird. Sehr, sehr, sehr weird. Oh, fick dich! Gib mir Yuka zurück. Okay, es war offensichtlich das, was hinter mir steht, aber nicht so nah, Alter. Zweiter Jumpscare auf die Liste. Zweiter Jumpscare. Plus eine Animation, wie wir hingefallen sind. Okay, das gibt im Spiel Pluspunkte. 8 von 10. Jetzt macht den Zug noch dunkel, ein paar gruselige Lichter, packt nochmal irgendwo Blut hinten dran und dann läuft das. Ah, wer ist Yuka? Ja, gehen wir halt zurück, ne? Was? Hätte ich irgendwas sehen können? By the way, was das ganze Hullo-Prinzip angeht, wir können ja generell mal ein bisschen drüber reden in der Zeit, wo... Jetzt ist das Hämmern noch viel besser. Du hörst es die ganze Zeit, aber es ist scheißegal, weil der Zug fährt. Ja, wunderbar, Alter. Aber jetzt steht der Zug halt. Das ist nicht besser. Es ist gar nicht mal so mies produziert. Du merkst immer noch, ja, es ist nicht das qualitativ hochwertigste, aber sie haben sich auf jeden Fall Mühe gegeben, hier was rauszubringen und nicht nur irgendwie Cash Grab zu betreiben. Ich würde irgendwo hier draußen, irgendwo bei irgendeinem Fenster, wenn es nur um die Ecke ist, so ein ganz verstörendes Face machen. Was hat das mit dem Schlagen auf sich? Yes? Bug? Wahrscheinlich. Oh! Das hat es damit auf sich. Oh, nice. Sind halt schon tot, ne? Können noch so kommunizieren. Okay. Nice, nice, nice. Sie machen es nicht schlecht. Live Chocolate. Ja, nicht schlecht. Okay, bring's halt mit rein. Und Milch. Okay. Was? Du kannst diesen Weg nicht gehen. Du kannst diesen Weg nicht gehen. Du kannst diesen Weg nicht gehen. Wer ist diese Yuka? Ja, das ist eine gute Frage. Maybe eine, die umgelegt wurde von dem Erdsturz, oder diese neue. Oder die, die wir die ganze Zeit sehen. Oh, wieder back in school. Oh, wunderschön. Hätte ich irgendwo unten was in der Tafel gemacht. So ein bisschen Amphant-Vibes. Ich vergleiche es mal mit vielen anderen Horrorspielen. Nebenbei. Hell fuck this, bro. Ist da hinten noch jemand? Nee, okay. Na schön, es läuft smooth, es läuft. Aber wir müssen mehr über die Story erfahren. Damit. The fuck this? Nee, Pecora. Almondo. Oh, scheiße. Mach nicht. Okay, ich habe gesehen, sie hat irgendwas in der Hand gehabt. Oh, fuck this. Ah, sie bauen viele gute Horrorelemente rein. Gefällt mir. Gehen das mal zurück. Können wir...
Irgendwas bei der Tafel? Das einzig Negative ist, wir können nicht sprinten. Ja, wir haben jetzt, wir haben gar keine Taschenlampe mehr. Okay, jetzt machen sie ein bisschen den Visage-Spielstil, ne? By the way. Können wir es noch sehen? Okay. Ja, das ist noch voll hell. Alles klar. By the way. Wir werden in nächster Zeit, vielleicht die nächsten 3-4 Monate, bald einen neuen PC bekommen. Spare ich jetzt extrem drauf. Was heißt nicht mehr anderes Equipment so, sondern halt wirklich generell neuer PC. Und dann wird es auch wieder in bessere Spiele gehen, bessere Qualität, bessere Performance. Okay. Tagebuch eines bestimmten Schulmädchens. Seitdem sie verschwunden ist, habe ich die Schule abgesucht, die Station, irgendwie jeder Ort in der kompletten Stadt. Aber ich kann sie nirgendwo finden. Niemand erinnert sich daran, wer sie war. Okay, es ist so, als würde sich niemand mehr komplett an sie erinnern, als ob sie nie existiert hätte. Sie sagen alle dasselbe, dass sie nicht kennen, aber das ist unmöglich. Was ist mit der ganzen Zeit, die wir zusammen verbracht haben? All die lustigen Erinnerungen. Wie soll ich das denn glauben, dass sie alle nur Fantasie waren? Es muss an den Mädchen liegen. Das ist alles, weil sie in diese Stadt kamen. Okay, also anscheinend irgendjemand, der einen Fluch oder irgendwas hier mitgebracht hat. Und sind verschiedene Leute verschwunden. Das sind dann wahrscheinlich die Missing Persons, über die wir schon gehört haben. Ja, klar. Das ist eine ganz gute Idee. Okay. Okay. Ich muss tatsächlich sagen, dass diese ganze Hololive-Thematik auch tatsächlich mit ins Spiel reinpasst und so. Ich habe mir gedacht, ja, es könnte maybe ein bisschen cringe werden wegen den Charakteren oder so, aber bisher tatsächlich gar nicht. Es passt sehr gut rein. Wenn man sich auch vorstellt, dass die ganzen Characters halt in der Welt da leben, ist das absolut okay. Weil ich sagen muss tatsächlich zwei, die ich halt aktiv verfolge, natürlich, du kannst nicht gefühlt jeden bei YouTube abonniert haben. Jetzt gebe ich ein bisschen Infos breit, sind Iris und Bay, glaube ich, sind die einzigen zwei. Passt auch perfekt zusammen. Jeder, der den Lauf ein bisschen verfolgt, weiß wieso. Ach du Scheiße. Okay, wir können uns den Weg freischießen. Schöne Thematik. Hier würde das Project Zero Prinzip auch ein bisschen gut reinpassen, ne? Ist das unser Großvater? Sind wir das? Oder hat der irgendwas damit zu tun? Könnte auch unsere Psyche sein. Aber auf jeden Fall, ja, seit ungefähr 1,5 bis fast 2 Jahren verfolge ich das jetzt schon. Und es ist eigentlich ganz okay. Es ist... Scheiße, Bruder. Er hat mich sehr an den... mit ersten Jumpscare aus... Maiden of Blackwater. Habe ich auch als Thumbnail verwendet. Ah ja, klar. Haben wir jetzt die Wahl? Nee, unsere Kamera ist weg. Oh, wir haben sie ihr wiedergegeben quasi. Okay. Alles klar. Hit, Alter. Diesmal niemand hinter einem. Mach nicht.
Mach nicht, mach keinen Jumpscare. Ich wäre sehr gut beraten, wenn du es nicht machen würdest. Notiz Nummer 4, dein Ernst? Wenn du etwas verändern willst, dann musst du bald in Aktion treten, musst was machen. Ich weiß das. Aber ich hab nicht so auf diese Art gedacht. Okay, wir müssen irgendwas aktiv anders machen, oder wie? Hi. Das ist wunderschön. Können wir... Okay, sie hat irgendwas mit dem ganzen Zeug verbrochen. Ach du Scheiße. Ja, sie hat sie alle auf dem Gewissen. Das sollte mittlerweile klar sein. Okay. Okay, der Stuhl ist anders. Das fällt einem direkt auf. Geht's auf jeden Fall nicht gut, Alter. Ist auf jeden Fall nicht gut. Du solltest eigentlich ausrasten bei dem Shit, den du jede Nacht siehst. Jetzt bräuchte es ein neues Gebiet. Irgendein freies Gebiet. Irgendwie ein Wald oder irgendwas. Hallo. Ja, du bist sowas von tot. Du bist mehr als nur tot. Ich muss sagen, die Steuerung geht sehr smooth von der Hand. Das Telefon ist weg, okay. Na gut, spielen wir eine neue Nachricht ab. Bisher kennen wir den Flow, ja. Das macht sehr gut. Okay, die Dokumente meines Großvaters über die Aoyami Station, was auch immer, berichtet von etwas Interessantem. Okay, es hat sehr viel mit der Station zu tun. Die vermissten Personen hatten alle etwas gemeinsam. Okay, sie wurden alle das letzte Mal in dieser Station gesehen. Okay, und es gab Berichte über übernatürliche Sachen, die da passiert sind. Okay, man hat viel übernatürlichen Kram da gesehen und mysteriöse Silhouetten von Leuten. Okay, könnte dies irgendwas mit den Verschwinden zu tun haben? Vielleicht hat die Station irgendwas mit dem Verschwinden meines Großvaters zu tun. Er hat versucht, etwas mehr darüber hinauszufinden und ist dann was reingeraten. Tut mir leid, wenn ich es euch nicht so schnell übersetzen kann. Mein Englisch ist immer noch so scheiße wie vor 1,5 Jahren. Ja, ich erwarte ein Klopfen oder ein Klingen. Jetzt kommen wir bei der Scheißstation raus, ne? Oh ne, tatsächlich nicht. Wir haben Drogen genommen. Ist okay, Spiel? Hast die Frame-Einbrüche des Jahrhunderts gehabt gerade. Jetzt weiß ich auch wieso. Ja, fuck dies. Ja, fuck. Erstmal lesen. Okay,
Okay, Record of my grandfather's investigation. Okay, Gründe des, oder Fall von übernatürlichen Phänomenen. Ich muss das übersetzen, so Englisch und Deutsch, das ist schwer. Als ein Part meiner Untersuchungen konnte ich ein Interview mit einem Anwohner hier führen über die, okay, über die, Legenden in den Wäldern, und außerhalb von Aogami. Ah, okay, so heißt der Ort. Aogami, okay. Okay, diese Story, also die Geschichte beginnt vor zwei Generationen. Okay, selbst dort wurde Aogami schon von schweren Erderschütterungen geplagt. Und vielen Naturkatastrophen und anderen Unglücken. Ist es denn ernst? Okay, deswegen haben die Anwohner, die Ansässigen, Rituale mit Menschenopfern sacrificed, also so ein bisschen Menschenopfer gemacht und so. In den Wäldern von Aogami, okay. Selbst heute noch gibt es viele Gerüchte und viele Legenden über diese Wälder. So dass Leute sagen, sie können nachts von dort Schreie hören oder Geister, die in dieser Area rumlaufen oder gesehen werden. Nice. Vielleicht sind diese Menschenopfer auch die Wurzel des ganzen Übels, was diese Stadt hier angeht. Nee, never ever. Auf jeden Fall ist es egal, denn ich werde diesen Wäldern meinen Besuch abstatten. Das ist so dämlich, aber es gefällt mir, dass es dämlich ist. Es ist die Klischee-Story ever. Es ist so Project Zero, wie es nur sein kann. Fuck it. Können wir da rein? Nein. Zutritt ist uns verwehrt. Scheiße. Renn! Lauf, 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 lauf. Hier stehen alle da um den Tisch rum. So. Okay, es geht auf jeden Fall um diese kleine Group von Leuten. Oh, nice. Okay. Nice. Okay, ich fühle mich nicht so gut, seitdem ich angefangen habe, die Wälder zu untersuchen. Okay, am Ende des Tages habe ich immer krasse Kopfschmerzen. Ich kann nichts anderes... Was? Ich kann an keine andere Erklärung denken, als dass es die Wälder sein müssen. Nehmen die Geister der Leute, die dort begraben wurden, jetzt ihre Rache an den Lebenden? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, da ist ein Schrein, ein alter Schrein in Aogami. Vielleicht werde ich ein paar Antworten dort finden. Es wäre auf jeden Fall wert, sich mal dort umzusehen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Okay. Jetzt ist sie auch auf den Bildern mit drauf. Okay, das ist auf jeden Fall Teil von der Gruppe geworden. Oder was da? Komm in die Gruppe. Mittlerweile, wir akzeptieren einfach alles. Mit dem Stuhl wird nichts passieren. Seht ihr? Hab ich doch gesagt. Das Gemälde funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Ich habe noch nie so gehakt mit etwas. Warum kann ich nicht dafür sorgen, dass es funktioniert? So, ich weiß, was ich malen will. Meine Hand wird mir nicht zuhören. Ich verstehe es nicht. Ich halte es nicht mehr aus. Sind jetzt eine und dieselbe Person, die zwei? By the way, ich werde es wahrscheinlich am Stück durchspielen, weil ich habe ja gehört, dass es nicht so lang sein soll. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn ich es jetzt einfach abbreche. Ob es dann saved oder... Ja, Titel... Chapter 8, was zum Geier. Oh, hi, Corona. Ich weiß nicht, wer Yuka ist. Vielleicht das Mädchen da?
Gib uns eine neue Area. Scheiße. Ach du Kacke. Okay, das ist neu. Das ist neu. Okay, sie hat sie mitgenommen. Ja, nee, wir gehen mal nicht zurück. Ich fühle mich da nicht so gut drin. Yuka. Oh. Okay, sie ist Yuka, okay. Und sie hat sie mitgenommen einfach, oder was? Spiel macht nicht das, was ich denke. Ach, scheiße, du hast es gemacht. Okay. Kannst mich auch, keine Ahnung, was jetzt als Umgebung sehr cool wäre, halt wirklich ein Wald oder eine. Oder eine alte Mine oder irgendwas, irgendwas, was so auf den Erdrutsch hindeutet, auf diese. Warum bist du? Du solltest hier nicht sein. Okay, ist sie böse? Oder ist das eher. Wieso? Okay, what? Chill-Spiel. Du hattest eine sehr gute Atmosphäre. Übertreib's nicht. Wir bräuchten einen Szenenwechsel. Ah, perfekt. Ich fühle mich, als ob mein Kopf explodieren würde. Ist das dieser Schrein? Ist das da drüben? Das muss es sein. Ich sehe es. Es macht jetzt alles Sinn. Es ist Anonomie. Was? Also das ist es. Das Schicksal, der ankommt. Was? Die Wahrheit. Ich muss weiter die Wälder erkunden. Das ist eine ganz blöde Idee. Warte. Sochini, itte wa dame. Du kannst nicht gehen, diesen Weg. Ja, der rennt. Ich denke, sie ist so fick dich. Ich kann gehen. Ich kann mich auch nicht umsehen, das ist eine Sequenz. Ja, Alter, lauf! Geht hier ab. Du hast immer noch nicht. Wahrscheinlich gibt es mehr Renten, je nachdem, was man einsammelt und was nicht. Ich schätze mal, wir nehmen einfach alles mit, so gut es geht. Aber das ist das erste Mal, dass wir nicht in unserem Bett aufwachen. Wo sind wir? Chapter steht nicht da. Toll! Nice! Ich möchte diesmal direkt. Das ist eine sehr geile Idee. Wahrscheinlich könnten wir uns jetzt auch wieder das Audio-Ding anhören. Das ist noch nicht verstanden, oder? Ending 2. Was? Was? 403. Verboten. Was? Das war's? Another story, survey. Ja, das machen wir erstmal aus.
Archiv. Okay, das sind alles wahrscheinlich Links. Text, Video, Text, Logs. Sehr schön gemacht, gefällt mir. Cutscenes und Extras. LOL. Okay, nice. Cool. Cool gezeichnet. Nice gemacht. Das ist jetzt die modernen Form, ja. Deswegen, da gab es ja irgendwie so diesen absolut diesen Zeit-Riff irgendwie. Das hat man jetzt nicht so gut rübergebracht im Spiel. Zumindest oder ich hab's nicht richtig mitbekommen irgendwie. Chopa. Mel. Alles sehr cool. Das sind so, glaube ich, so die ersten Gens alle. Lol, Tova war auch mit drin, alles klar. Kanata. Alles. Ja, das sind halt. Es war okay, das Spiel. Wahrscheinlich würde. Ich werde es wahrscheinlich auch nochmal spielen, vielleicht fürs zweite Ending. Oh, das war das Charaktermodell für sie. Sie war wahrscheinlich diese neue Schülerin, ne? Nice. Potenzial. Oh, du hättest das mehr so hinbringen müssen. Jetzt hasse ich es, dass das Spiel den Stil hatte. Okay, so ein geisterhafter Schüler. Oh, geil. Schöne Zeichnungen. Gefallen mir. Was haben wir noch? Ah, nee, warte. Wir konnten es hier unten auch nochmal sehen. Unlock. Okay, wir müssen auch noch manches freischalten. Aber wir haben den meisten Kram. Also Voice. Play Voice Lines. Warte. Brauchen wir jetzt nicht. Okay. Wie bewerte ich das Spiel? Ich gebe dem Spiel halt eine Wertung. Wir haben es jetzt halt durch. Für 8 Euro? Och du Scheiße. Naja, für 8 Euro. Du kannst eigentlich durchrennen, ne? Fünfe. Fünfe wären relevant. Fünfe wären gut. Es war mehr Horror, wie ich gedacht hatte. Sind die Charaktere sehr gut eingebracht? Sie haben sie nicht so cringy rübergebracht, wie es hätte sein können, aber du hättest auf alle mehr eingehen können. Vor allem gerade quasi die Webserie das mehr macht. Die Webserie hat weniger Horror gehabt, weil das hier halt das typische Horrorspiel dazu war, aber ist mehr auf die Charaktere und den ganzen Kram eingegangen. Es hätte noch eine weitere Umgebung gebraucht, vielleicht sogar noch zwei. Das ist halt, du hast halt wirklich Schule und Zug gehabt. Schule alt, Schule neu, Zug. Quasi, du bist halt im Gang immer rumgelaufen, im Klassenzimmer hattest du auch nicht so viel, es war... Vielleicht kommt noch was dazu. Bitte nicht in Form eines DLCs, sondern keine Ahnung, patch noch Sachen nach, ist nächste Jahr, nächste halbe Jahr. Und tatsächlich haben sie das sehr gut gelöst. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es hinkriegen, so ein, keine Ahnung, es war ein Casual-Horrorspiel, aber das kannst du halt jemandem zeigen, der Fan von dem Hololive-Kram ist und der halt ein Horrorspiel sehen will. Oder halt so ein leichtes Horrorspiel spielen will. Dafür war es okay, es war eine, abschließend muss ich sagen, ah, eine 7,5. Sehr hoch, ich weiß. Aber dafür hatten wir halt auch eine Stunde Spiel. Preis ist jetzt natürlich noch so eine Sache. Ich muss einen Preis mitbewerten, weil ja, ich kann es vergleichen mit was kriegst du für andere Erfahrungen. Es war Liebe im Spiel, es waren Ideen im Spiel. Man hat sich hingesetzt, hat sich mal wirklich gedacht, okay, was macht man? Die Story ist es ist eine Story. Es ist eine Story. Man hat es zwar schon in 10 anderen Spielen gehabt, so dieses ähnliche Ritual, irgendwas hat es mit dem Wald zu tun. Wir hatten beispielsweise keinen Wald oder so. Es ist eine Mischung aus Chiller's Art, White Day und Project Zero. Und das in sehr abgewandelter, leichter Form. 2-3 Jumpscares habe ich gekriegt, die waren okay. 2-3 Momente, wo ich mir gedacht habe, hätten sie jetzt vielleicht nicht machen müssen, aber es war eine Umsetzung. Es war eine gute Umsetzung. Es war jetzt natürlich auch viel Fanservice. Du hattest die Charaktere mit drin. Die Charakterdesigns von eben, wo ich mir denke, ich mir denke, hier, Alter. Nice. Wo war's? Heilige Scheiße. Hier nochmal die komplett abgedriftete Version. Hier, wo du denkst, geht noch. Aber es war okay. Na gut.
würde ich mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war Hundlife Arrow. Und, ja, Alter, dass du immer Escape drücken musst. Ja, es hätte noch so einige Mechaniken geben können, die vielleicht das Spiel besser gemacht haben. Eine Sprintmechanik hätte es auf jeden Fall gebraucht, aber dafür wärst du dann wahrscheinlich noch 10 Minuten schneller durchs Spiel durch. Sie sollen weiter dranbleiben. Sollten sie in weiterer Zukunft noch weiter Horrorspiele machen? Ja, aber geht auf Feedback und geht auf Kritik ein. Das wäre meine, das wäre das Einzige, was ich mir wünschen würde. Ansonsten, do it. War okay. Na gut, beim nächsten Mal wieder andere Projekte. Beim nächsten Mal geht es dann wieder weiter mit den Hauptprojekten. Ich wollte nur mal testen, wie sich so ein Spiel schlägt. Von Leuten, die absolut keine Horrorgames machen, die eigentlich cute Sachen machen und null geübt und sowas sind. Gut, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.